Hallo und willkommen hier auf Panorama. Heute schauen wir uns mit Bistro Heroes ein weiteres Idle-RPG an und finden heraus, ist das was, was man zocken kann oder kann das gleich in die Tonne. In Bistro Heroes geht es im Grunde genommen um zwei Heldinnen, in dem Fall Ayhan und um Coq au Vin. Mit den beiden beginnt diese ganze Geschichte. Die sind nämlich auf dem Weg aus ihrem Königreich und es gab ein großes Erdbeben. Ich halte die Story so kurz wie möglich. Ich will auch nicht spoilern, weil die ehrlich gesagt ganz süß ist. Deswegen sollte sich jeder, der Interesse an dem Spiel hat, solltest du das haben, die Story auch in Ruhe anschauen und genießen können. Im Großen und Ganzen ist das extrem süß gemacht. Und der Entwickler schreibt dazu, das Spiel gibt es im Übrigen auf iOS und Android. Der Entwickler schreibt dazu, dass es darum geht, dass man Ingredienzien, also Zutaten, sucht, um leckere Gerichte zuzubereiten. Dabei sammeln wir Helden und Kleidungsstücke und bauen diese schöne Stadt hier aus. Denn die Helden an sich haben bestimmte Werte hier oben, Kampf, Gesundheit und Verteidigung letztendlich. Diese Werte lassen sich durch diese Anbauten, die man hier auf diesem Hauptbildschirm mit aufbauen kann, verbessern. Wir schauen mal kurz rein. Furniture. Und das Spiel ist nur in Englisch, das gibt es nicht in Deutsch. Und hier gibt es verschiedene Kochstellen. Mit der hat man angefangen. Da sind die Damen hier von drüben gekommen, sehr hungrig und haben das gute Essen gerochen. Und die Damen sind hier gekommen und wir konnten das relativ schnell ausbauen. Und in der Zwischenzeit eben haben wir dieses Hübsche, was jetzt hier steht. Die Häuser kamen dazu. Je nachdem, was man sich hier raussucht, das kann man mit diesem Holz bauen. Das Holz findet man auf den Missionen, genauso wie Stoff. Mit dem Stoff kann man neue Outfits für die Heldinnen produzieren. Es gibt bisher nur Heldinnen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass da noch ein Held hinzukommt. Der Stil ist, wie ich persönlich finde, sehr angenehm und sehr süß gemacht. Zentral geht es darum, dass wir hier in unserer Küche mit den Leveln neue Gerichte freischalten. Und diese Gerichte brauchen hier unten spezielle Inkredenzien. Um diese zu bekommen, müssen wir auf Missionen gehen, um eben wie jetzt hier zum Beispiel für dieses Gericht brauchen wir Fleisch. Und dafür müssen wir einfach auf eine Mission gehen und das holen. Angenehm ist an dieser ganzen Geschichte, dass diese Story, die sich hier nach und nach so aufbaut, dass sich die einzelnen Level in der Story, ich bin jetzt hier bei 1.8 zum Beispiel, dass sich die einzelnen Level auch wiederholen lassen, so dass man nicht gezwungen ist, das nächste Level zu schaffen, in irgendeiner Weise dann gezwungen ist, Geld auszugeben, weil man womöglich nicht mehr weiterkommt, um eben an diese Ressource zu kommen, um dann etwas kochen zu können. In dem Fall, wir machen das jetzt mal ganz flotti karotti. Wir gehen auf Explore, wir geben hier 2 aus und holen uns 700 Fleisch. Das wird, bisher waren das immer Wildschweine, von denen das gefarmt wurde, in Anführungszeichen. Wir springen hier rüber in den Pilzwald und geben hier auch 2 Energie aus. Zur Energie sage ich jetzt gleich nochmal was. So farmen wir dann nach und nach die Kredenzien. Das kann man natürlich auch selber spielen. Ihr könnt jetzt auch sagen, okay, wir machen einfach den Battle hier mit. Man hat am Anfang dann immer die Möglichkeit, seinen Trupp zusammenzustellen. 4 Stück können immer dabei sein. Die Aufstellung der Charaktere wird vorgenommen, indem man hier einfach über den Bildschirm zieht. Und hier unten laden sich eben gerade so die Spezialattacken auf. Und da muss man so ein bisschen schauen, dass das alles so mehr oder weniger flüssig abläuft. Die Skills laden sich nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Und wenn Levelaufstiege anstehen als Beispiel, dann ist es möglich, dass man zum Beispiel die Cooldown-Zeit von den einzelnen Fertigkeiten oder von den einzelnen Spezialfertigkeiten, die es hier gibt, dass man die Cooldowns dann verkürzt und dementsprechend der Charakter dann besser wird. Ebenso werden die Fertigkeiten der einzelnen Charaktere verbessert durch den Dungeon und Kristalle. Das zeige ich jetzt dann auch gleich nochmal. Und mit der Verbesserung der Fertigkeiten steigt dann der insgesamte Kampfwert. Hier oben wird mir das nächste Level zum Beispiel mit 177 angegeben. Das ist so die Grundvoraussetzung, oder das wäre sinnvoll, so an diesen Wert hinzukommen, um das Level überhaupt bestehen zu können. Im Augenblick bin ich bei 135. Geld letztendlich, ich farm noch hier schnell einmal diese Zutat. Geld bekommen wir letztendlich über den Verkauf dieser
Nahrungsmittel. Ich gehe jetzt auf Quick Craft, lasse einfach alles, was ich habe, gerade verarbeiten. Und dann sehen wir hier zusammengefasst, was es hier alles jetzt an Gerichten gibt. Die werden jetzt verkauft. Hier unten sehen wir einen Geldbetrag, den wir in dieser Zeit einnehmen. Also das ist praktisch das Geld, das wir erwirtschaften durch den Verkauf von unseren Mahlzeiten. Hier kommen immer wieder mal so ein paar Reisende vorbei. Die brauchen natürlich alle was zu essen. Mit diesem Geld, das wir einnehmen, können wir unsere Helden upgraden. Jetzt, das kostet hier schon 18.000, das ist schon 16.000. Ich versuche auf dem Gesundheitslevel, das versuche ich immer eins höher zu halten als das Kampflevel letztendlich. Das hat jetzt keinen wirklichen Sinn. Ich fühle mich damit einfach nur besser. Das ist jetzt kein Hack oder Trick oder sonst irgendwas. Ich spiele das Spiel aber auch ehrlich gesagt noch nicht so lange. Ich habe jetzt vor 3 Tagen, glaube ich, angefangen. Und genau, ich verbessere das hier einfach, dass die so ein bisschen mehr Lebenskraft innehaben. Und jetzt reicht mir das Geld im Augenblick nicht. Hier sehen wir schon, es gibt noch Relikte scheinbar. Ab 6,4 werden die freigeschaltet. Es gibt noch Tiere ab 7,5 und Artefakte soll es später auch noch geben. Dann haben wir hier natürlich unsere Missionen, was man alles erfüllen muss. Jetzt hier in dem Fall müssen wir das Level 6,1 bestehen. Und hier haben wir 5 Rubine uns angesammelt. Das Level 6,1, wenn wir uns das hier anschauen, das hat 125. Könnte ich jetzt machen. Und wir machen das. Wir machen das jetzt einfach. Die Story überspringe ich jetzt hier. Ich würde nur sagen, das ist so aufgemacht. Die erzählen sich immer ein bisschen was. Das ist nicht wirklich großartig vertont, sondern man liest das nur, aber es ist einfach süß gemacht. Ganz ehrlich, ich muss sagen, die Story ist einfach, ja, süß. Punkt. Mehr gibt es dazu von meiner Seite aus nicht zu sagen. So, wir stehen hier in einem hübschen Kornfeld. Wir stellen uns mal einfach so auf. Oh, da kommen so Maden raus. Die sind ja super lecker. Sieht hervor... Oh, shit. Was ist das? Ihr Ding ist so ein Powerschlag und ja. So, dann schützen wir uns mal ein bisschen, dass wir hier nicht ganz so viel Schaden bekommen, weil diese Kleinen sind immer relativ nervig. Und in der Zwischenzeit warten wir darauf, dass ich einfach unser... Könnten wir so rumgehen, bitte? Dankeschön. Achso. Dieses Zaubern oder diese Spezialfähigkeiten können auch jederzeit wieder abgebrochen werden, was ich extrem angenehm finde. Also einmal ausgelöst bin ich nicht dazu verdonnert, das auch nutzen zu müssen. Wie jetzt zum Beispiel, ich sehe, die machen es jetzt nicht so lange. Und das sind jetzt noch die Maden. Das war's. So sind alle Level aufgebaut bisher. Und hier kriegen wir jetzt eben Weizen und Holz. Und mit dem Holz können wir dann eben wieder neue Dinge bauen für unsere Stadt. Und wir haben einen neuen Kompagnon bekommen, Mokka. Interessanterweise, die haben alle mehr oder weniger... Donut, go to the cooking screen. Dankeschön. Quick Craft. Ja, okay. Selling the stamina to use in Quick Craft. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, ja, gut. Wir haben jetzt ein neues Gericht bekommen. Dachte ich, die Donuts hier unten. Genau. Die können wir jetzt maximal herstellen. Ich stelle jetzt maximal her. Werden jetzt auch ganz normal mit in unserer Küche verkauft. Hier sieht man schon, hier gibt es in den anderen Leveln noch andere Gerichte. Da kommen noch einige dazu. Ich bin gespannt, was es alles so an Gerichten gibt letztendlich. Wir holen uns unsere Belohnung ab und dann schauen wir mal ganz kurz zum Dungeon rüber. Ich habe hier unten nämlich noch diese 3 Punkte auf der rechten Seite, die ich noch zu erklären habe, denke ich. Einmal die neue Heldin schauen wir uns an. Mokka. Die kann einen Roboter beschwören. Das klingt ganz gut. Ich habe jetzt leider hier... Kann ich das machen schon? Ah. Wir setzen sie auf Level 2. Das heißt, ihr Angriffswert wird ab Level 5 um 15% erhöht. Und wir machen hier gleich das zweite Outfit. Wie gut ist sie? Das weiß ich nicht. 117. Ja, mal schauen. Mal schauen. Wir tun mal Hofele. Hier oben habe ich übrigens Energie. Einmal die reguläre Energie. Und dann gibt es hier noch die... eher spezielle Energie, die füllt sich langsam auf. Wir bekommen aber einfach die Möglichkeit, halt mehr zu tun. Interessant an der Geschichte ist, dass es hier diesen Fishing Pot, egal. Hier ist es so, wir haben alle 12 Stunden haben wir hier oben 100 Punkte voll. Mit diesen 100 Punkten kann eine Dame aus dem Team, die geht hier hin, bei mir ist es komischerweise immer sie, die dann geht und angelt. Dieser Fisch läuft hier langsam an der Angel rein. Ich kann das auch beschleunigen. Punkt ist, hier oben füllt sich damit der Balken. Ist der Balken voll, bekommen wir eine Energie obendrauf.
Das kann man alle 12 Stunden machen, ist das hier voll und dann läuft das. Man kann das beschleunigen, man muss aber nicht. Man kann also praktisch dieses Spiel anlassen, in Anführungszeichen, das auf die Seite legen. Auch hier gibt es einen Sleep Mode noch oben. Damit kann man auch den Bildschirm ausschalten und dann machen die Mädchen dieses Angelspielchen so lange, bis die Energie weg ist. Und dann geht man einfach raus und würde diese Energie gut geschrieben bekommen. Finde ich, ist ein ziemlich süßes Feature. Wie alles in diesem Spiel ist es halt einfach süß. Hier mit diesen Fischen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Fischen zusammenbekommt, gibt es eine Belohnung. Gestern hatte ich diese hier zusammenbekommen, diesen Fischkorn. Und dafür gab es ein bisschen Stoff, um dann eben für die Heldinnen neue Kleidung zu produzieren. Dann gibt es hier unten den Dungeon. Der ist einmal alle 12 Stunden zugänglich. Und über den Dungeon, da geht es eigentlich nur darum, einen Boss immer wieder zu bashen. Wir tun sie raus und tun vielleicht mal sie rein. Wir probieren es mit ihr. Wir wechseln einfach, indem wir, oder ich wechsle einfach, indem ich hier eine aus dem Team rausklicke und dann wieder reinklicke. Die 4 nehmen wir mit. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, so viel Schaden wie möglich zu verursachen, während uns hier alles um die Ohren geschmissen wird. Und dass wir so lange wie möglich überleben, um eben dann Kristalle zu erhalten. Und mit diesen Kristallen letztendlich können wir dann unsere Helden wieder aufbessern. Ich bin mal gespannt. Da hinten kommen die hier. Dann schießen wir unsere Pfeile auf die ab. Dann kommen... Ach du Shit. Da kommen immer andere Herausforderungen letztendlich, die dafür sorgen, dass wir mal schneller, mal länger überleben letztendlich. Moment. So, dann machen wir die hier wieder Platz. Machen das Schutzschild an. Und warten auf die Wolke. Weil das Schutzschild, das hilft gegen die Wolke. Das finde ich ganz, ja, praktisch. Aber wir warten wieder, bis die da hinten durchkommen. Sieht heute, ehrlich gesagt, bisher ganz gut aus. Kann mich jetzt gerade, ouch, aber gar nicht beschweren. Die Kristalle oben purzeln, das ist sehr angenehm bisher. Schauen wir mal, da kommt wieder die Wolke angeflutzelt. Achso, das heben wir uns auch für die Kleinen. Und zwar für die hier. So, und dann schauen wir mal, es gibt ordentlich Punkte. Ouch, ich habe schon jemanden verloren. Das ist aber fies. Das ist aber fies heute. Shit, na gut. Ah, nein, jetzt ist aus. Weil natürlich mit dem Ableben der Heldin fällt dann auch die Möglichkeit der Fähigkeiten weg, ganz klar. Aber wir haben 3999 gemacht. 3099, whatsoever. Finde ich super. Wir könnten nochmal spielen, wenn wir hier mit diesen Tickets letztendlich, die wir für Geld kaufen können, eine neue Runde starten. Hier gibt es weitere Dinge, die man noch freischalten kann. Ich bin gespannt, was dann danach kommt. Soweit bin ich noch nicht, aber das Spiel zwingt mich auch nicht zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Event hätte, wo ich dann unbedingt da sein müsste oder genau. Also ich habe hier die Freiheit, mich heute mal eine halbe Stunde hinzusetzen und das Spiel zu spielen und das hier ein bisschen weiterzubauen. Ich muss aber nicht. Es nötigt mir nicht ab, Geld auszugeben. Es ist total unaufdringlich, das Spiel. Und halt einfach sehr süß gemacht irgendwie. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich überlege, hier ist der Shop zum Beispiel, irgendwann hier für 5,49 € dieses Paket zu kaufen. Nicht, weil ich mir denke, ich brauche jetzt diese Rubine, weil bisher ist mir noch nicht aufgefallen, wofür ich die brauchen könnte. Sondern vielmehr, weil ich mir denke, hey, da sitzt ein Entwickler dahinter, die unbedingt oder die eine Idee haben. Und diese Idee wollen sie unbedingt realisieren. Und insofern finde ich es auch okay, dafür einen bestimmten Betrag zu zahlen. Aber nachdem es sich eben um ein Handygame handelt, käme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich will hier 45 € ausgeben. Weil das ist schließlich für mich kein AAA-Titel. Das ist kein Titel, den ich an der Konsole spiele oder kein großes PC-Spiel. Insofern, das muss man natürlich alles in der Relation sehen. Aber ich denke, 5,49 € ist völlig okay. Das Spiel ist frei zu spielen. Du musst keinen Pfennig Geld ausgeben. Das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn mir ein Spiel gefällt, dann bin ich auch bereit, einen kleinen Obolus dazu entrichten, dass die Entwickler, die dahinter stehen, auch in Zukunft sagen, hey, ja, ich mache noch Spiele, weil ich kann es mir leisten, ich kann meine Familie durchbringen oder ähnliches. Insofern finde ich das okay. Hier haben wir Summon Clothes and Furniture. Also hier haben wir einmal täglich, kann man hier umsonst ziehen. Das machen wir einfach mal und wir schauen, was wir in dieser Kiste bekommen. Was wird es sein?
ein, weiß ich nicht, und 10 Sterne. Diese 10 Sterne, weiß ich nicht, irgendwann braucht man die vielleicht für ein größeres Event. Wenn ich hier mehr ziehen will, also 10 mal ziehen will, dann brauche ich eben 800 von diesen Rubinen. So. Das ist aber ein Kann und eben halt einfach kein Muss. Klar, bei diesen Helden, wenn man sich die Outfits anschaut, die es dann später noch irgendwie gibt zum Beispiel, die sind schon durchaus auch einfach alles im Rahmen okay bis süß bis, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, das ist ein kleines Häschen auf der Gürtelschnalle, was soll ich sagen? Das ist halt einfach süß. Also ich habe kein anderes Wort dafür. Diese Kristalle übrigens, die wir gespielt haben hier im Dungeon, mit denen können wir hier die Level verbessern. So, wir sehen, ab Level 5 gab es 10% Verteidigung, ab Level 10 gab es eine Sekunde Verkürzung der Cooldown-Zeit von diesem Skill hier und beim nächsten gäbe es wieder 10% auf die Verteidigung und so weiter. Jetzt kostet mich das nächste Level aber 290. Das muss ich mir jetzt überlegen, weil hier sie ist schon auf 10. Wenn ich sie jetzt öfter benutzen will als Beispiel, dann wäre es vielleicht interessant, sie zumindest mal auf 5 zu bringen. 43, 68, genau, jetzt habe ich da zumindest schon das Level freigeschaltet. Hier könnte ich jetzt eben einmal 100 und einmal 400. Pff. Ich könnte jetzt dieses Outfit für sie freischalten. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, komm, machen wir es. Weil auch mit diesen Outfits, das ist eben der Punkt, mit diesen Outfits gibt es eben auch noch einen Bonus auf Angriff und auf die Gesundheit. So. Gleiches gilt im Übrigen hier für diese Furniture, wie ich das am Anfang gesagt habe. Hier ist das eben auch so. Wir haben doch gerade eins bekommen. Jetzt lass mich mal schauen, was wir hier bekommen haben. Eigentlich müssten wir das doch hier freigeschaltet haben. Da ist es. So, was ist denn? Ein Steintisch. So, den kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich den hinstelle, ob ich den hier rüberstelle oder hier. Ich weiß nicht genau. Stellen wir den hier hin? Oder hier draußen. Ich stelle ihn hier draußen hin. Zabuja. So, dann haben wir ihn da hingestellt. Letztendlich bringt er uns auch nochmal plus 0,5% auf Angriff und Gesundheit. Ich habe jetzt 26 Holz, damit kann ich jetzt nicht sehr viel machen. Entschuldigung, das wollte ich gerade zeigen. Es gibt hier die Möglichkeit, die Hintergründe noch zu ändern. Dafür brauchen wir allerdings bestimmte Einrichtungsgegenstände und so weiter, Entschuldigung, meine Güte, dass ich es noch gebacken kriege, um hier eben diese Balken hier unten zu füllen. Und damit können wir eben die Fortschrittsleiste hier füllen, so rum, und dann können wir das letztendlich haben, wenn wir das wollen. So, genau. Das ist im Grunde genommen, das ist das Spiel. Viel mehr gibt es hier auch schon nicht mehr zu sagen. Hier läuft das Essen jetzt noch ein bisschen. Aber jetzt noch in 3,5 Stunden kann ich mal wieder reinschauen, wenn ich Lust habe. Das Ding ist, ich muss auch nicht, weil das Geld bis dahin, das kriege ich, unabhängig davon, ob ich reinschaue oder nicht. Auch die Energie, die füllt sich halt einfach wieder auf, die geht mir auch nicht verloren. Ich bestimme selber im Augenblick einfach, wie weit ich dieses Spiel spielen will und wie viel Zeit ich letztendlich auch in dieses Spiel investieren will, ohne dass eben jemand kommt. Die könnte ich mal wieder hier alle freischalten. Ich hatte nämlich als Screenshot ein Foto gemacht, oder ich wollte als Screenshot ein Foto machen. Und genau, da sind mir die alle die ganze Zeit aus dem Bild gelaufen. Fürchterlich, oder? Auf jeden Fall, das ist das Spiel, hier entscheidet jeder selber. Und mein Fazit zu Bistro Heroes ist, ich persönlich lasse es auf dem Handy, auf dem Tablet in dem Fall, weil ich es als eine sehr angenehme Viertelstunde, 20 Minuten Freizeit, Beschäftigung sehe, die mich nicht stresst, bei der ich nicht die Verpflichtung habe, zu einer bestimmten Zeit online zu sein, mich mit anderen zusammenzutun, damit wir irgendwas zusammen reißen können. Und wenn ich nicht da bin, dann ist irgendjemand sauer auf mich. Ich muss hier kein Geld ausgeben. Ich kann das in meinem Tempo spielen. Durch das, dass ich die Level einfach wiederholen kann, kriege ich immer die Ressourcen, die ich brauche, um eben in meiner Küche irgendwas zu produzieren, um mehr Gold zu bekommen, um letztendlich meine Helden upgraden zu können, zumindest was Angriff und Lebenspunkte betrifft. Alles andere wird mit den Möbelstücken und mit den Hausbauten, die ich hier habe und Bäumen und was weiß ich was, ermöglicht. Damit erhöhe ich hier dieses Average POV. Ja, ich finde dieses Spiel persönlich sehr, sehr angenehm. Es ist für mich
aus meiner Sicht heraus, und das ist nur meine Meinung, jeder hat auch das Recht, eine andere Meinung dazu zu haben. Ich finde es persönlich sehr angenehm zu spielen, weil es mich nicht stresst und ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt unbedingt etwas tun. Wenn ich jetzt 3 Tage nicht reinschaue, dann ist das halt einfach so. Ohne dass ich dann irgendeinen wichtigen Charakter verliere oder meine Login-Streak unterbreche oder meinen Rang verliere oder was weiß ich was. Ich will ja auch nur in Ruhe spielen. Leider, und das ist das einzige Manko vielleicht, das ich in Bezug auf dieses Spiel noch nennen kann, ist, dass es leider nicht online spielbar ist. So, das heißt, ich kann nicht das Internet einfach ausschalten und sagen, okay, das war's jetzt, ich spiele das einfach online. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen, das ich mir gewünscht hätte, so einfach, dass ich nicht zwingend eine Internetverbindung brauche, um dieses Spiel zu spielen. Aber ansonsten, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. In dem Sinne, kennst du das Spiel? Hast du selber schon gespielt? Wenn du einen ausführlichen Bericht möchtest, kannst du den, wie bei den letzten Videos auch, auf dem Blog dazu, App oder Crap, nachlesen. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen oder mitdiskutieren, möchtest du das tun, und zwar auf Telegram. Es gibt zu App oder Crap einen Telegram-Kanal, einen sehr kleinen, eine kleine Familie dort. Nein, es ist wirklich, es ist gerade erst im Entstehen. Also wenn du Lust und Laune hast, kannst du da gerne reinschauen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, danke fürs Zuschauen, mach was draus und bis neulich.